Hier spielt die Musik. Mein lieber Harry, so sehr im Mittelpunkt zu stehen wie heute, ist wahrlich nicht dein Ding, das weiß ich wohl. Aber du hast es dir verdient und vor allem hast du es dir selbst eingebrockt. Morgen feiern wir deinen 90. Geburtstag. Und bis heute begeisterst du Kinder für den Wasserballsport. Was du hier einst initiiert hast und vorangetrieben hast mit größter Hartnäckigkeit, ist nur mit der pathetischen Floskel großes Lebenswerk zu umschreiben. Wenn man nicht werfen kann, dann kann man später auch schlecht Tore werfen. Jawohl, so ist richtig. Ja. 16 deutsche Meisterschaften im Nachwuchs, unzählige Junioren-Nationalspieler, einige Herren-Nationalspieler, seit 2008 in der ersten Bundesliga, seit 2013 an der Sportschule in Potsdam und alles hat hier seinen Anfang genommen. Hier, wo jetzt die Baugrube ist, stand früher die Schwimmhalle am Brausberg und hier hast du vor 30 Jahren den Mut gehabt, mit einer ersten Trainingseinheit überhaupt anzufangen, mit einmal in der Woche Training anzufangen und das ist daraus entstanden. Oh, das ist so hart, das ist so anstrengend und so. Das ist für mein, ja, ich sag mal, für Schlaffis, für Weicheier ist es eben wirklich nicht. Wären wir uns vor 30 Jahren nicht begegnet, wäre mein Leben ganz sicher auch anders gelaufen. Und ich bin ganz zufrieden damit. Also vielen Dank, dass wir uns begegnet sind, lieber Harry. Und ja, jetzt bleibt den Institutionen genau 10 Jahre Zeit, um zu überlegen, was wir dir zum 100. schenken. In dem Sinne, genieß die Feier, genieß morgen deine ganz große Party und allen einen tollen Stadtsport bei. Jeder kann mitmachen. Und wenn er dabei bleibt, wird er doch meistens zumindest ein guter Spieler. Muss ja nicht jeder Nationalspieler werden.